Herzlich willkommen beim Schlagabtausch-Ticker, der zweite für den Monat November 2024. In diesem Ticker haben wir wieder sehens- und hörenswerte Veranstaltungen, aktuelle News aus der internationalen Dramaszene und was Tolles für die Ohren. Los geht's. Veranstaltungen. Habt ihr eigentlich schon mal was von der Schlagzeugmafia gehört? Das sind fünf taktvolle Ganoven, die sich jetzt erneut aufmachen, mit ihrem rasanten Trommelspektakel die Bühnen des Landes zu erobern. Und ihr könnt dabei sein. Diese 1A-Drummer und zugleich erstklassigen Entertainer vereinen handwerkliches Trommelkönnen, Schlagfertigkeit und überraschendes Ideenreichtum zu einem musikalischen Erlebnis, das jeden Auftritt zu einem besonderen Ereignis macht. Die Schlagzeugmafia ist bereits bestens bekannt aus preisgekrönten Auftritten sowie TV-Highlights wie zum Beispiel der RTL-Sendung Die Puppenstars. Mit ihrem humorvollen Stil und ihrer Virtuosität begeistern sie sowohl eingefleischte Schlagzeugfans als auch alle, die einfach Lust auf mitreißende Unterhaltung haben. Hier ein paar der kommenden Tourdaten: 22.11. in Lübeck, 23. und 24.11. in Oldenburg, 26.11. in Heidelberg, 27.11. in Pforzheim, 28.11. in Baden-Baden, am 1.12. in Stuttgart, am 4.12. in Stade, am 6.12. in Bremerhaven, am 7.12. in Bremen, am 8.12. in Hannover, am 21.12. in Frankfurt. Hier noch ein paar persönliche Grußworte von Johnny und Ben von der Schlagzeugmafia. Hallo Dirk und Timo, hier sind Johnny und Ben von der Schlagzeugmafia. Wir wollen euch und eure Hörerinnen und Hörer herzlich zu unserer Tour einladen. Wir sind mit unserer Show im November und Dezember nämlich unterwegs. Checkt also doch mal die Dates auf unserer Homepage www.schlagzeugmafia.de und kommt vorbei, wenn ihr Lust auf einen unterhaltsamen Abend mit viel Getrommel und vielen mafiösen Überraschungen habt. Bis dahin, wir freuen uns. Ciao. Wenn ihr also einen Abend voller Entertainment genießen wollt, schaut bei der Schlagzeugmafia unbedingt vorbei und lasst euch von den Ganoven in ihren Bann ziehen. Einen kleinen Vorgeschmack sowie weitere Links zur Schlagzeugmafia gibt es in den Shownotes. Veranstaltungen. Das etablierte World Drum Festival an der Popakademie in Mannheim feiert Jubiläum. Ein Tag voller Inspiration, Austausch und erstklassiger Performances. Und zwar am Samstag, den 30. November 2024. Dann wird die Popakademie in Baden-Württemberg zum Schauplatz für das 10. World Drum Festival. Ein Event, das Musikerinnen, Musiker, Schlagzeugbegeisterte und alle anderen gleichermaßen anspricht. Gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim und Percussion Kreativ e.V. feiert die Popakademie eine Dekade voller Highlights. Dieses Jahr kuratiert Annika Nilles, die künstlerische fachliche Beraterin und Projektbetreuerin für Drums an der Popakademie, das Festival. Was erwartet euch? Es gibt Masterclasses, lernt von internationalen Top-Artists wie Gergo Borlai, Simon Gattringer, Martin Barakoska, Arthur Dubois, Claudio Spieler und Melissa Yeh. Die Sessions finden ab 13.45 Uhr parallel in verschiedenen Räumen statt. Der Konzertabend startet um 18 Uhr. Die Dozentinnen und Dozenten der Masterclasses und das Popakademie Percussion Ensemble präsentieren ein Konzert, das Vielfalt und Können der globalen Drum- und Percussion-Szene vereint. Der Eintritt ist kostenfrei, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Der Link zur Anmeldung und zum World Drum Festival steht in den Shownotes. Aktuelle News. Die Welt der Musik trauert um eine ihrer bedeutendsten Stimmen im Jazz, Roy Haynes. Einer der einflussreichsten Jazz-Schlagzeuger der Geschichte ist am 12. November 2024 in Nassau County in New York im Alter von stolzen 99 Jahren verstorben. Seine Tochter Leslie Haynes Gilmore bestätigte die Nachricht und teilte mit, dass ihr Vater nach kurzer Krankheit verstorben sei. Mit einer Karriere, die sich über wahnsinnige 7 Jahrzehnte erstreckte, war Roy Haynes eine Schlüsselfigur in der Entwicklung des modernen Jazz. Sein unverkennbarer Stil, geprägt von einer brillanten Klarheit Snap Crackle, so wurde er in den 1950ern genannt, sowie seine unerschütterliche Energie und sein fesselnder Groove machten Roy Haynes zu einem Wegbereiter. Er arbeitete mit nahezu allen Größen des Genres zusammen, von Lester Young über Charlie Parker und Thelonious Monk bis hin zu Chick Corea, Pat Metheny, John Coltrane. Seine Musik prägte nicht nur Generationen von Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, sondern auch das Verständnis von Rhythmus und Freiheit im Jazz. Haynes
wurde am 13. März 1925 in Boston geboren und entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Trommeln. Seine Fähigkeit und Vision, die Hi-Hat nicht nur als durchlaufendes Rhythmusinstrument, sondern auch als expressives Werkzeug einzusetzen, sowie seine Spielweisen auf der Snare und mit der Bassdrum setzte neue Maßstäbe für die Schlagzeugkunst. Zu den Höhepunkten seiner Diskografie zählen Klassiker wie Eric Dolphys Outward Bound, Chick Rea's Now He Sings, Now He Sobs und Stan Getz Focus. Auch als Bandleader beeindruckte er unter anderem mit dem Album Out of the Afternoon. Seine letzte Veröffentlichung Roy Alty von 2011 zeigte ihn an der Spitze einer Band junger Talente, der Fountain of Youth. Auch jenseits der Musik war Haynes eine beeindruckende Persönlichkeit. Stets Mode- und stilbewusst ziert er 1960 Esquire's Liste der bestangezogenen Männer neben Ikonen wie Fred Astaire und Miles Davis. Er blieb bis ins hohe Alter aktiv, trat auf internationalen Bühnen auf und wirkte sogar als Sprecher in einem Videospiel mit. Roy Haynes' Einfluss reicht weit über die Jazzwelt hinaus. Sein Spiel bleibt ein Vorbild für die kreative Freiheit und die stete Suche nach musikalischem Ausdruck. Mit seinem Tod verliert die Musikgemeinschaft nicht nur einen Meister, sondern auch eine Quelle der Inspiration, die Musikerinnen und Musiker weltweit ermutigt hat, ihre eigene Stimme zu finden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden, allen, die seine Musik liebt. Roy Haynes' Vermächtnis wird für immer weiterleben. Aktuelle News. Die legendäre Band Primus, bekannt für ihren unverwechselbaren Sound und virtuosen Stil, sucht einen neuen Schlagzeuger oder eine neue Schlagzeugerin. Nach dem plötzlichen Ausstieg von Tim Herb Alexander, der über Jahrzehnte weg den Sound der Band prägte, ist die Position jetzt offen. Und zwar für alle, die denken, das Zeug dazu zu haben, diese große Lücke zu füllen. In einer Mitteilung auf ihren Social-Media-Kanälen erklärten Primus, wir nehmen derzeit Bewerbungen aus allen Ecken des Universums für die Rolle des Primus-Schlagzeugers oder der Primus-Schlagzeugerin entgegen. Gesucht wird eine wohlerzogene, umgängliche Person mit originellem Stil und Ästhetik sowie dem Wunsch, neue kreative Türen zu öffnen. Sie betonen dabei, dass es nicht allein um technische Fähigkeiten geht. Sie schreiben, flashy Chops sind wunderbar, aber Groove, ein Gefühl für Pocket sowie die Fähigkeit zuzuhören, zu reagieren und zur musikalischen Konversation beizutragen, sind ein Muss. Wer sich von euch angesprochen fühlt, kann gerne ein aktuelles Video und einen Lebenslauf an drumsearch@brimusville.com senden. Tim Alexander hatte zuvor in einem Interview erklärt, dass er seinen Ausstieg aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen vollzogen hat. Er sagt, manchmal verwandelt sich die Leidenschaft für etwas, das man liebt, in einen Job und dieser fühlt sich irgendwann nicht mehr wie ein Teil von einem selbst an. Trotz seines Rückzugs betonte Alexander, dass es ihm heute sowohl körperlich als auch mental besser geht. Für die bevorstehenden Konzerte wird Primus mit einer erweiterten Besetzung auftreten. Für die ersten Konzerte 2025 springt dann Tool-Schlagzeuger Danny Carey ein. Ab April plant die Band dann auf der aktuellen Tour, die ansteht, mit einem neuen Schlagzeuger oder einer neuen Schlagzeugerin durchzustarten. Wer sich also dieser Herausforderung stellen will, hat nun die einzige Möglichkeit und eine tolle Gelegenheit, ein Teil der Primus-Geschichte zu werden und gemeinsam mit Primus die musikalische Zukunft der Band zu gestalten. Also schickt eure Bewerbung und zeigt, dass ihr das Zeug dazu habt. Es wäre doch cool oder saustark, eine Deutsche oder einen deutschen Drummer auf dem Schlagzeugthron von Primus zu sehen. Die E-Mail-Adresse findet ihr nochmal in den Show Notes. In Folge 100 des Schlagabtauschs durften Dirk und ich ein Gewinnspiel präsentieren, welches von der Firma Biodynamic gesponsert ist. Weiterhin, wichtig, weiterhin zu gewinnen, gibt es den Biodynamic DT1770 Pro Studio-Kopfhörer, der mit beeindruckender Technik und durchdachten Design für Mixing, Mastering und Monitoring punktet. Am Gewinnspiel könnt ihr bis zum 30. November 2024 teilnehmen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, die folgenden Fragen richtig zu beantworten und an schlagabtauschpodcast@gmail.com zu schicken. Die erste Frage lautet, wann wurde die Firma Biodynamic gegründet? Und die zweite Frage, welche ist die bis dato am meistgehörteste Podcast-Folge des Schlagabtauschs? Die Antworten findet ihr in Episode 100. Und in einem unserer Ticker. Schickt eure richtigen Antworten bis zum 30.11.2024 an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dirk und ich wünschen euch viel Erfolg. Ach ja, und wie üblich, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
Hier noch ein paar Details zu dem Biodynamic DT170 Pro. Ihr sollt ja auch wissen, was ihr da Tolles gewinnen könnt. Mit der Tesla 2.0 Technologie bringt der DT170 Pro Präzision und Klarheit in jedes Detail. Die geschlossene Bauweise sorgt dabei für eine hervorragende Abschirmung, ideal, wenn es im Studio auch mal lauter wird. Sein Frequenzbereich von 5 bis 40.000 Hertz und ein Schalldruckpegel von 102 Dezibel SBL liefern ein Klangbild, das gleichermaßen ausgewogen wie hochauflösend ist. Der Hörer ist dynamisch und mit einer Impedanz von 250 Ohm ausgestattet, was ihn perfekt für den Studioeinsatz macht. Mit einem Gewicht von gerade mal 376 Gramm ohne dem Kabel und weichen, austauschbaren Polstern aus Velour und Kunstleder bleibt er auch auf langen Sessions bequem auf den Ohren sitzen. Ein besonderes Plus ist das mitgelieferte Zubehör. Neben einem 3 Meter glatten Kabel und einem 5 Meter Wendelkabel mit Mini-XLR-Anschlüssen gibt es einen Hardcase-Koffer und zwei Polstersets für den individuellen Tragekomfort. Hergestellt wird der DT170 Pro übrigens in Deutschland. Kostenpunkt Stand November 2024 429 Euro. Ein Preis, der angesichts der gehobenen Features und der Verarbeitung gerechtfertigt ist. Mehr Infos gibt's auf Biodynamic. Der Link ist in den Shownotes zu finden. Das war's für diesen Schlagabtausch-Ticker. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Episode 102 des Schlagabtausch-Podcasts veröffentlicht wird. Dirk und ich sprechen über dies, das Ananas. Freut euch schon auf Episode 102. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Feedback für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Alle Links zum Podcast sowie zu Dirk und mir findet ihr in den Shownotes. Bis dahin! Bleibt gesund und munter und denkt daran, immer schön im Groove bleiben. Ciao.